Wir werden jetzt mit der Gondelbahn rauffahren bis zur Gilberti-Hütte. Ja, wenn man diesen kleinen, also wir von der Gilberti-Hütte, also von der Bergstation, abfahren in die Senke und dann auf die Privalascharte. Das wird etwas Aufwand erfordern, schieben, tragen. Das wird ein bisschen mühsam, aber ich denke, wir werden das so in 20 Minuten bis 30 Minuten geschafft haben. Und dann sind wir auf der Privalascharte. Und dann geht es in dieses wunderschöne Tal hinein, in die Karnica. Und dort ist ein Schottertrail hinaus, und den werden wir runterfahren, im Endeffekt bis nach Bovec. Und von Bovec geht es mit der Seilbahn retour. Wenn wir Glück haben, geht oben der Sessellift und wir sind wieder auf der Scharte Skrbina pod Prestreljenikum, und wo wir dann die Abfahrt fortsetzen und wieder Privalascharte ansteuern. Kleiner Gegenanstieg und dann den Kriegssteig 636 wieder nach Sedanevea. Das ist eine coole Sache, man kann das Radl komplett reinstellen, kostet 8 Euro und der Sport dann viel, erspart einen viel mühsam. Ein Kurtl fährt schon aus, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. So, ob da hast du dann wahrscheinlich schieben. Velo stoßen, sagen die Schweizer. Arrivata sella Nevada. Bellissima. Der Lift zwischen Gilberti-Hütte und Prevala ist im Sommer nicht in Betrieb. Das hat es notwendig gemacht, die Räder zur Prevala-Scharte, zum Prevala-Sattel hochzuschieben bzw. zu tragen. Nun sind wir im Bereich der slowenischen Sessellift-Talstation und die Abfahrt ins Dolina Krnica, ins Krnica-Tal, beginnt.
Höhe der Krnitzer Alm, Planina Krnitza, auf 1252 Metern darf man nicht den Fehler machen und dem Weg folgen, sondern man muss westlich unter dem landwirtschaftlichen Gebäude in den Waldzingeltrail einfahren. Von Bowetz fährt man mit einer Kabinenbahn bis zur Station D, also zur Endstation auf 2200 Metern. Die Kosten pro Person inklusive Radmitnahme beliefen sich auf 17 Euro. Also da fährt man jetzt dann mit dem Sessellift und man hält quasi das Fahrrad selbst. Absicherung gibt es da keine. Ja. Aber wir sind in Slowenien und ich finde das lässig, weil keiner weiß, wer den Rucksack wieder runtergeben wird oben, aber ist wurscht. Wir sind hier in Slowenien und da kann man mit einem Lift fahren, ohne Halterung für die Bikes. Die muss man selber halten, man hat keine Sicherung zum Zumachen, aber es funktioniert. Und was mich da heute an dem ganzen Tag schon so fasziniert hat, dass wirklich die Leute einfach sagen, hier geht's in die Natur, egal ob mit dem Rad, ob zu Fuß, ob mit dem E-Bike. Und alles ist ein Miteinander und das ist schön und deswegen sind wir da.
Vom Prevaler Sattel ging es zunächst ein paar Höhenmeter hoch, bevor man in den Weg 636, auch Kriegssteig oder Mullisteig genannt, einfährt. Fordernd, aber fahrtechnisch ohne wirklich große Probleme, geht es auf dem alten Militärweg, der vielfach aufgrund von Bewuchs oder Verfall schmal und ausgesetzt ist, durch die atemberaubende Karstlandschaft talwärts.
zuerst noch 2950 Höhenmeter bergab in wirklich unterschiedlichstem Gelände, von verblockt über Stein, über Wald, über Schotter, ich weiß nicht, was da alles war, über Wiese. Sind wir gesund im Tal angekommen und ich glaube, das ist einmal das Um und Auf der heutigen Tour. Sella Nevea, Gilberti-Hütte, Sella Prevala, wenn man so will, Canizza, Bovez mit der Bahn zurück, über den Sattel oben drüber, ausgestiegen vom Lift, herunter auf die Prevala und dann über den 636er ins Tal. Gewaltiges Unternehmen. Manchmal haben wir uns dazwischen gelacht, Kurtl, das haben wir einmal gemacht und die Geschichte ist erledigt. Aber jetzt glauben wir, es wird so der Klassiker werden, einmal im Jahr machen wir die Geschichte, weil es ist wirklich was ganz Außergewöhnliches.